Willkommen zurück zum Supermarkt Simulator. Ich mache heute viele Videos von dem, ja. Also gut. Wir werden heute unseren ersten Mitarbeiter einstellen. Wenn alles gut verläuft, ohne Facecam. Jetzt gehen wir zur Verwaltungen. Wachstum. Das könnten wir auch bezahlen, dafür haben wir aber nicht. So, wir müssten dann aber beim Kassierer 1 einstellen. Einstellungskosten $100. Noch haben wir nicht das Geld, deshalb es gäbe dann natürlich auch einen Auffüller. Und es gibt dann auch. Es gibt dann weitere Kassierer, deshalb. Ja. Heute werden wir aber erstmal alles wieder auffüllen. So, heute habe ich mir mal gedacht, weil wir ja heute auch den Kassierer einstellen wollen, öffnen wir gleich und werden, also wir haben hier zwei Produkte, die werden wir auch einstellen, also kommt natürlich drauf an, also die stellen wir in die Regale, das schon, aber wir werden heute nicht alle Produkte zur Verfügung stellen, weil wir wollen ja nur Cash machen, deshalb werden wir jetzt einfach beginnen und werden dann einfach mal dann schauen, dass wir den Kassierer einstellen. Also ja, noch öffnen natürlich, open a door. Wir öffnen den Laden. Open. Ah, da kommen schon die ersten Kunden. Sie gehen aber langsam. Sie brauchen ja 100 Minuten. Jetzt können wir endlich mal, ups, schauen. Wie weit man hier in dieser Stadt gehen kann. Ob man hier, ups, unendlich gehen kann oder nicht. Hier kann man, glaube ich, sogar unendlich gehen. Da wartet jetzt jemand an der Kasse und ich bin im Nichts. Kommt man hier nicht irgendwie zurück. Die Schlange wird riesig sein, wenn ich zurückkomme. Shift, wir geben jetzt echt Gas. Ah, das war der Hotel. Das ist das Lager. Na. Ja, wir sind schon hier. Also ja, das. Wir machen jetzt richtig viel Cash. So, Kassierer einstellen. Hallo, wer bist du denn? Ja, das sieht wirklich, das sieht ein bisschen aus wie ein Karl. Naja, dann können wir alles nachbestellen. Was brauchen wir denn? Eier braucht man, ne? Hat sie gesagt. So, kümmern wir uns mal darum. Eier? Wo haben wir die? Wasser? Das können wir ja mal kaufen. Boah, unser Freund kassiert gut. Das merke ich. Wir sind auch gut beim Ordnen. Bald werden wir gar nichts mehr selbst machen müssen. Bald. Naja. Dann werden wir hier jetzt auch das Regal mal benutzen.
Achso, wir müssen sie im Kühlschrank platzieren. Upsi. Du bist aber sehr teuer. $80 pro Tag. Lager. Das kann sich ja kein Schwein mehr leisten. So einen teuren Kassierer. Wie viel Wasser habe ich da gekauft? Na, wirf. Nicht so schwer sein. Bis jetzt haben wir schon wieder 93. Also ich hoffe, es geht sich mit ihm aus, weil jeden Tag so viel. Also es ist kein billiger Spaß so. Ja, wenn sie die Eier alle suchen, die kommen gerade. Die platziere ich hier gerade. Die sind ab jetzt auch wieder verfügbar. Also ich denke, den können wir bezahlen. Das ist jetzt nicht so. Wir brauchen bald eine Kasse 2, aber für momentan reicht es noch. Hat er noch keinen Preis festgelegt? Dann machen wir das gleich. Ach so, Milch ist noch nicht da. Okay. Neunundvierzig. Nein, also Punkt. Eins neunundvierzig. Hä? Geht gerade wirklich nicht. Ist die Tastatur leer? Ach, dann machen wir einfach zwei. Ist ja wurscht. Dann schauen wir mal kurz zu. Hoffen wir auf guten Gewinn, so. Nächstens ist da alles bezahlt, Bank. Yesterday. Oh. Das können wir gar nicht bezahlen. Wir haben nur 37 Euro. Oh. Komm, wir müssen noch. Hier. Wir müssen noch bei den. Wir müssen noch unbedingt die 80 Euro. Heute war ein schlechter Tag für den Supermarkt. Ich hoffe, wir können ihn bezahlen. Wenigstens geht. Wir nennen ihn Oscar übrigens, weil es passt einfach zu ihm. Zum Glück geht er nicht um Punkt 9 nach Hause. Wir noch, weil wir müssen wirklich schauen, dass wir noch was bekommen. Wenigstens kassiert er brav. Aber es tut ein teurer Spaß. Ich nenne mal teurer Spaß. Also, ich meine, es ist ja auch eine Art Spaß, ne? Weil es macht ja Spaß. Bitte. Dass er der da hilft, ne? Das macht ja auch Spaß, ne? Ist aber trotzdem ein teurer Spaß, also was ich damit meine, es kostet viel.
Das war's, denke ich. Oder ist das sogar mitgerechnet? Wurscht, wir haben hier auf jeden Fall dann Kaffee brauchen wir. Müsli und schwarzer Kaffee. Und dann öffnen wir schon mal. Wir brauchen unbedingt mehr Geld, um weiterzumachen. Kaffee. Dann können wir nachbestellen. Müsli. Das. Auch leer. So. Jetzt können wir mal auf Open klicken. Während wir uns um den Zucker da kümmern. Wieso ist das da? Aha, gleich. Ja, wirf irgendwo hin. Mehl können wir uns noch holen. Aber mal Wasser. Oh, die haben aber viel bezahlt. Das merke ich. Wir haben zwar noch genug Mehl, aber wir haben das ja im Lager, deshalb können wir ruhig Nachschub besorgen. Achso, ist schon wieder leer die Packung. Jetzt können wir mal zum Markt. Möbel. Ach, wir haben ja ein Ziel. Dann gehen wir mal dort zur Verwaltung. Rechnungen. Also, nee. Wachstum. Haben wir das Geld? Momentan noch nicht. Aber bald können wir den sicher kaufen. Können wir es sicher kaufen. Ja. Komm schon, verdienen so viel wie es geht. Dann können wir es morgen kaufen, das wäre super. Was, wieso ist der zu teuer? Der, was ist mit dem? Der ist, da müssen wir 2,99. Machen wir einfach 2 Euro, das ist okay. So, du kümmerst dich darum. Ich vertraue dir. Gib mir kurz eine Sekunde. Paul, du kassierst brav. Oder? Mach mal nicht. So. Du kassierst brav weiter. Also, Oskar. Ich Paul. Wobei, Paul ist eh gut. Nimm mal dich Paul. Dann wir taufen dich hiermit um auf Paul. Ja, es geht gut. Kassierst brav, mein Freund. Bio-Jumbo-Apfelsaft kannst du nicht finden, okay. Ich kaufe sofort nach. Apfelsaft, so, wo ist der? Bestellen. Die 6er-Packs von der Milch konnte sie auch nicht finden, okay. Packungen von der Milch und Nudeln nicht.
Sechserpack Nudeln, Milch und Nudeln.
Mann und Fehler geht eh wieder. Eins. Achso. Passt schon. Ist ein bisschen, muss ich wieder aufladen nur. Okay. Na, komm. Wir wollten Mehl holen. Mehl. Da. So, wieder ein paar Tüten Mehl. So, hier. Ja, wir, da haben wir wirklich genug Platz. Da können wir sogar eigentlich nochmal Mehl holen, aber jetzt haben wir es. Ja, eins haben wir noch, nur das passt perfekt. An sich, weil. Naja. Hier können wir noch. Genau, eins, glaube ich. Ja, zwei. Zwei. Aber okay. Wir haben auf jeden Fall eins mehr. Das passt so. Okay, also hier haben wir jetzt im Moment nichts mehr, was wir gebrauchen könnten. Dann schauen wir, was wir noch bestellen. Okay, Brot bestellen wir. Das ist ja kein. Das kann man ja mal machen. Brot. Das können wir auch gleich aussortieren. Na, was brauchen wir zuerst? Das wäre halt das Gescheiter, wenn man das schon. Okay, also wir brauchen, es führt kein Weg dran vorbei, Mehl. Natürlich auch immer ein paar Liefergebühren, das sollten wir nicht beachten, aber ist nicht teuer, so 2 Euro ein. Das ist halt schon für ein Paket. Okay, so. Einpacken, so. Desto mehr man natürlich kauft, desto teurer sind die auch, also. Halt, was brauchen wir noch? Ah, ich sehe schon. Natürlich kriegen wir das etwas billiger, weil wir sind im Supermarkt und kaufen das vom Markt. Deshalb kriegen wir das Ganze natürlich etwas, nicht viel, aber etwas vergünstigt. Klar, weil wir brauchen immer viel mehr als andere, deshalb. Wir können jetzt sogar mal auf Open klicken, weil ich denke mal, wir haben jetzt die wichtigsten Sachen, die die Leute kaufen. Jetzt haben wir es. Warte, was? So schnell vergeht die Zeit? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass die so schnell vergeht. Naja, okay. $400 brauchen wir dafür. Zwölf haben wir. Halt, das brauchen wir definitiv. Eine zweite Kasse, aber die betreiben wir erst natürlich, wenn wir auch einen zweiten Kassierer kaufen können. Der ist immer noch zu teuer, sicher. Oh, 7. Oh, jetzt geht's wieder. So, hier haben wir ja den Kastierer. Der macht das aber echt gut. Und zwar, das ist wirklich. Der macht das wirklich. Ja, komm, kein Käse! Na, das ist wichtig. Käse ist wichtig. Wo ist der Käse? Schnell. Den kaufen viele.
Der Käse ist schon unterwegs, der steht schon hier. Hallo, wer Käse will, der kommt jetzt gerade angeflitzt. Der kommt mit dem superschnellen Lieferservice des Marktes. Ganz frisch natürlich vom Markt. Ja, dabei können wir uns mal schauen, was wir da können wir da irgendwas gebrauchen. Das war's, die Nudeln sind alle. Irgendwas wollten wir ja noch. Die Nudeln. Schnell. Der Chef, der muss alles einkaufen. Ich brauche wirklich so einen Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Wir brauchen noch was von nebenan. Die kaufen den ganzen Zucker leer. So, da. Ich habe noch eine ganze Packung hier stehen. Ich habe hier was aus dem Lager. Also genug für alle. Hallihallo. Wasser geht aber mittlerweile echt gut. Da können wir sogar noch was holen. So, Wasser. Wo ist Wasser? Hier. Wir haben zwar noch, aber trotzdem. Ist der komplette Käse schon wieder leer? Das glaube ich jetzt nicht. Der ganze Käse ist wieder leer. Ja, moin. Bestellen wir sofort natürlich. Wie schnell der geht, ne? Es kommt gleich jemand. Aha, wir haben aber sehr viel gerade. Moment. Könnten uns das jetzt kaufen, die Erweiterung. Für morgen. Also. Das will diese Frau. Ich suche den Käse, ne? Nicht, die kauft den ganzen. Ich kaufe sofort nach. Wie kann man bitte nur so viel Käse kaufen? So, jetzt reicht's. Ich nehme gleich zwei. Ich werde ja noch arm. So, aber das ist schon unsere Bestellung. Such die noch Käse. Was will die denn? Ein Käse kann ich nicht aufheben. Das würde einfach zu viel kosten. Das können wir hier noch kurz lassen. Wir schalten hier schnell das Licht an. Ja, diese Scheinwerfer haben es einfach gebracht. Die waren zwar teuer, aber sind halt auch die besten. Das waren die vom Markt natürlich. Sind so ganz teure für den Supermarkt. Also 40 für. Oder ja, 40 hat es schon gekostet. Die anderen waren sicher nur so 20, so ganz billige oder 25. Das waren halt jetzt schon gute. Leute, was? Ich weiß nicht, was das da hinten werden soll. Aber ich merke, dass wir keine Milch haben. Das merke ich. So. Milch ist da, tralala. Wer auch immer das will. Hier ist genug Milch für alle. Und auch Käse ist hier. 8 Eier konnten sie nicht finden. Okay. Ich
Koffer ein und zwar so schnell wie es irgendwie möglich ist. So. Wo sind die Eier? Schnell. Weil die liefern bald nicht mehr. So, hier sind die Eier, wer auch immer die will. Hier sind Chaos pur. Beim Kühlregal. Komm, ich lasse die Leute hier noch kurz einkaufen. Schnell, die haben ja wirklich alles leer gekauft. So, ja, wir haben heute sehr viel verdient, insgesamt 235. Wir haben aber heute auch viel ausgegeben. Also ja, ich meine jetzt Einkommen. Wir haben aber 200, also wir haben 448 Dollar verdient. Nicht Euro. So. Freut mich, dass ein Artikel runtergegangen ist. Freut mich nicht, dass einer hochgegangen ist. So. Wir wollten irgendwas kaufen. Ah ja, das war's. Wir wollten wirklich eine Lizenz kaufen, und zwar die hier. Könnten wir auch kaufen. Aber wir wollen, es ist einfach am gescheitersten, diese hier im Moment mal kaufen. Produktlizenz, und die können wir jetzt bei Markt natürlich alles kaufen. Und jetzt werden wir mal sehen. Wir haben hier auch Mehl, das hatten wir vorher nicht. Also ein anderes Mehl. Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Basmanreis und Salz. Das jetzt alles kaufen, haben wir trotzdem noch 14 Euro übrig. Kaufen wir das mal. Und dann werden wir schon öffnen und sobald wir Geld haben, den Rest nachkaufen, weil, naja, im Moment haben wir nicht so viel. Sorderle. Wir kümmern uns gleich darum, das können wir ja dabei wegschmeißen. Preis. Eins. 99 ist ein guter Preis, weil es ist doch viel Salz. Und sicher auch ein gutes, also jetzt nicht so irgendein billiges Salz. Das ist sicher schon ein ganz gutes Salz, deshalb kann man dafür schon ein bisschen was verlangen. Was ist das? Ah, das ist Reis. Ja, Reis gab es heute zum Essen, aber wurscht. So, der kostet, da können wir schon, wenn der so teuer ist beim Markt, können wir da schon 5,99 kann man da schon verlangen, denke ich, für den Reis. Beim Markt kostet er ja immer in 6 irgendwas, also viel auf jeden Fall. Und hier haben wir ihn halt etwas billiger. Spaghetti, da müssen wir halt jetzt schauen, was der Marktpreis ist. Aber da kann man auch schon 4,99 € sicher verlangen. Aber das muss man halt schauen, das weiß ich nicht. So. Schauen wir mal. Ja, das kann man. 4,99 €, wir wollen auch nicht überteuert sein. Deshalb machen wir immerhin genug Einkommen. Deshalb, ja, ist das gut. Olivenöl, das kann schon 5 bis 6 Euro kosten. Machen wir mal wie beim anderen Öl, 5 Euro. Ein 5er einfach, das ist gut. Das ist ein guter Preis, denke ich. Hier haben wir unser spezielles Mehl. Also unser super gutes Mehl. Wie viel kostet das denn durchschnittlich? Also bei uns halt, Durchschnittskosten. 3,99 €, na dann, und beim Markt, okay. Na dann machen wir mal 5,49 €. Das ist okay. Wir wollen ja immerhin Geld verdienen. Aber die Erdnussbutter gibt es hier sehr günstig. Ja, das... Die gibt es hier um 2,99 €. Warte,
Ich koste dann, ja, machen wir es trotzdem so. Machen wir mal einen Artikel wirklich günstig. Wir müssen jetzt wirklich mal öffnen. Und sie drehen nicht um. Wir können natürlich schauen, was zum Nachkaufen wäre. Nudeln wären. Ja, zum Nachkaufen können wir ja mal schauen. Die können wir sogar kaufen, das ist. Haben wir zwar nicht mehr viel übrig, aber fürs Erste können wir es mal kaufen. Da kommen sicher schon welche. Ja, da ist schon wieder einer. Bald wir mehr Geld haben, können wir auch mehr kaufen. Da warten wir jetzt einfach. Was brauchen wir denn zum Beispiel? Gibt sicher doch irgendeinen Artikel, den wir. Öl. Das normale Öl. Das ist aber zum Beispiel teuer, was noch? Aha, diese Milchpacks. Also wir brauchen 39 Euro. Ja, das, nein, 41 brauchen wir, aber wir hatten schon einen Betrag. Na, da freue ich mich, dass der so gut läuft, der Laden. Oh, komm, ich brauche doch nur einen Euro circa noch. Ja, also gute zwei. Ja, lol, wir brauchen genau noch, also ein bisschen weniger als 2 Euro. Naja. Also 1,99 ist, boah, wenn das verkauft. Wie viel kauft der jetzt? So, die Bestellung wird uns zugeschickt. Sicher, dass niemand diese wunderbare Milch will. Die ist echt gut. Und das Öl? Was ist damit? Also das will doch sicher wer. Jetzt mal ganz ehrlich. Das will doch jeder. Nudeln brauchen wir noch. Oder? Käse und sicher Eier. Da braucht man was. Hallo, wer auch immer den Käse haben will, hier kommt er. Und wird nicht ausgehen. Dafür sorge ich, aber ihr müsst mich halt durchlassen. Die Eier kommen jetzt, Leute. Danach machen wir übrigens wieder Schluss mit dem Part. Aber jetzt hole ich mir mal die Eier. Hallo, wir brauchen Eier. Müsli braucht man noch, das haben wir ja gestern Abend gehört. Und das ist zwar teuer, aber das ist es wert. Das kaufen so viele und ist auch viel in dem. Sag dich ja, das haben schon wieder welche gekauft. Das ist so beliebt, dieses Müsli. Es dürfte gut sein, ne? Für Kinder auch sicher beliebt. Naja, es freut mich, dass es da wirklich was gibt. Nudeln sind wieder ausverkauft. Gut. Ich kümmere mich schon drum.
So. Da sind die Baguette. Zwei Baguette von Nudeln. Nudelle. Bitte schön, hier sind Nudeln. Wer die kaufen will, hier gibt's sie eigentlich relativ gut so. Ups. Jetzt wird es langsam noch dunkel. Ein paar gehen sich hier noch einkaufen und wir stellen hier das Licht mittlerweile an. Milchpack und Erdnussbutter. Reis ist auch alle, okay. Das haben wir noch gekauft, ganz sicher. Spaghetti und Reis war es, das war's. So, wo sind die Spaghetti schnell? Da Reis. Ja, die sind jetzt gerade angekommen. Aber wir sind trotzdem noch sehr voll, obwohl, also haben noch ein paar Sachen, obwohl wir natürlich, naja, es schon spät haben. Ich weiß nicht, wer noch was kauft und wie viel, aber ich weiß nur, dass wir bald schließen. Egal, wie weit die Kunden hier sind und was die machen. Dann bleiben wir mit 108 Euro wahrscheinlich übrig. Was ist mit Ihnen hier? Haben Sie noch irgendwelche Absicht? Achso, ja, wahrscheinlich. Kann man hier noch bei Verwaltung Rechnungen? Da haben wir noch was zu bezahlen, natürlich. Bei der Bank gibt es vielleicht auch was, und zwar den. Also Montag wahrscheinlich. Ja, also Sie müssen jetzt hier leider raus. Tut mir leid. Also es war relativ gut. Wir haben zwar 508 verdient, haben aber nur Verlust gemacht. Leider sehr viel, weil wir haben viel erweitert. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao.